Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zum zweiten Resident Evil Remake Let's Play. Ja, Freunde, heute geht der Horror weiter. Vorgestern kam die erste Folge und da wusste ich zum Glück zu 80%, was passiert, weil wir die Folge schon im Let's Play hatten. Aber jetzt weiß ich gar nichts mehr. Gar nichts. Ah, schwierig. Freunde, es hat mich gefreut, dass die erste Folge so gut bei euch angekommen ist. Ich werde das natürlich jeden zweiten Tag bringen und immer dazwischen WWE bringen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach direkt weiter, Digga. Ich habe Horror, diese scheiß Anspannung. Es ist gerade wieder, warum nehme ich das auch nachts auf, Digga? 0.40 Uhr in der Nacht, ich bin alleine in meiner Wohnung. Heide Witzka, wir gehen los. Okay. Oh, das ist immer so ruhig hier. Aber zum Glück ist noch Tag. Wo sind wir denn hier gelandet überhaupt? Ey, komm ja, what du? Für die Pesteten haben wir wieder. Pesteten. Oh, es gibt hier wieder verschiedene... Digga, was ist denn das für eine Scheiße? Aber nach Röhm 3D! Hallo? Bruder, wo holen die aus dem Arsch raus? Oh mein Gott, neben mir! Digga, ey, renn weg, du Hundesohn! Ey, du Scheiße, Alter! Oh mein Gott! Aua! Fall runter, du Wichser! Jawohl! Ey, hab ich mich gerade erschrocken, Alter! Was eine Scheiße! Egal, jetzt bin ich wach, Leute! Jetzt bin ich da! I'm back on the business! We're going straight from the corner! Der kopflose Nick ist da von Harry Potter! Chill mal deine Eier da hinten! Hallo! So, soll er mal liegen bleiben. Reicht jetzt. Ihr habt geschrieben, ich kann... Oh mein Gott, wer kommt denn da? Da kommt die Oma! Ah! Ich hasse, wenn man auf mich so zurennt. Bleib mal chill, ich bin ruhig jetzt, bitte. Alter. Geht die mir auf den Sack, Mann. Ihr habt mir gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mein Sichtfeld zurückgemacht. Also man kann jetzt noch mehr sehen, zum Glück. Und... Ja. Oh nein, jetzt geht's in die Minen Morias. Verdammte Scheiße. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Alter? Weißt du, wie laut die Scheiße... Mach mal Taschenlampe an, bitte. Taschenlampe? Taschenlampe? Sag mir nicht, der hat keine Taschenlampe. Ich höre, ich sehe nichts. Okay, zum Glück ist nur so ein kleiner Durch... Aha. Eine schöne Kiste haben wir ja noch. Batman! Digga! Man kommt der Batman, Fledermaus aus der Höhle! Ey... Die rennen überall rum, Alter. Dieses Spiel ist echt... Ich höre was. Aua, der nimmt Granate auf mich! Ah. Ja, geil. Ich krieg natürlich wieder in die scheiß Bärenfalle. Disney ist die Bärenbrüder. Aua, sag mal, Aua. Alter, was war das denn? Das Zielen hier ist so schwer manchmal, ohne Scheiß. Junge, wisst ihr, wer jetzt noch fehlt? Der Typ mit der Kettensäge. Ey. Mit seiner Mistgabel. Beruhigt euch doch mal, hallo. Ey, das Zielen ist so schwierig manchmal. Ihr ladet doch schneller nach. Mann! Ganz ruhig. Das reicht jetzt, Alter. Boah, das haben wir aber gut gelöst hier, ehrlich. Ich habe viele Schüsse getroffen. Viele Schüsse habe ich getroffen. Aber irgendwo war noch eine Oma. Wo ist die? Ich könnte schwören, ich habe vorhin noch eine Oma gesehen irgendwo. Pesteten nehmen wir wieder mit. Die brauchen wir. Und ich habe gesagt, es gibt ja auch so Nebenaufträge, die man machen kann. Die muss man aber nicht machen. Ich habe gesehen, die Story-Spielzeit von dem Spiel... Junge, die hat einfach nach rechts geguckt. Wirft nach links. Macht nur Look, Ronaldinho, Alter. Ja, ich bin wieder in die Scheiße hier. Ich fass es nicht. Boah, ist die dumm. Oh. Da gibt er mal einen Roundhouse-Kick. Stuff. Ey. So, das reicht doch mal jetzt. Bitte, Alter. Wir haben gleich keine Munition mehr hier. Da waren doch noch andere. Wo kamen die her? Sind die hier drin? Du Idiot mit deinem Dynamit, Alter. Einfach auf Dynamit schießen, damit es explodiert. Schlau.
Schlau im Leben muss man auch mal sein, Leute. Ja, ey, ich tritt die ganze Zeit diese scheiß Bären fallen, ich sehe die nicht. Mein Leben ist auch voll am Arsch. Schluck mal irgendeine Tablette hier. Warte mal, haben wir noch ein Leben? Ja, das war zu viel. Das nehmen wir nicht, das nehmen wir. Ey, ich höre schon wieder irgendwas, ne? Hey, wo kam das denn jetzt her? Ey Leute, ich weiß nicht, wo die ist. Vom Headset hört sie sich links an. Wo ist die denn, Alter? Hä? Ich check das nicht, ne? Sag mal jetzt ruhig. Da oben! Warm Headshot. Reicht jetzt. Boah, nennt mich der Headshot-Expert. Ey. Zeig dich. 1, 2, 3. So. Haben wir die jetzt auch erledigt, Alter. Mamma mia, ey. Junge, was ist denn hier los heute? Ey, ist ja wirklich, hier geht die Post ab gerade. Ey. Ich höre wieder welche, ne? Warte, schieß ihm in die Hand. Schießen wir in die Hand. Boah, es ist weit weg, Mann. Egal. Ernesto ist präzise, seht ihr? So lang. Oh, oh. Ist das der Weg? Was sind das für Geräusche? Gleich kommt was aus dem Wasser! Der kopflose Nick! Junge, reicht doch jetzt, was schluckt der denn alles? Also hier geht's auf jeden Fall nicht weiter, ist nur ein Steg. Ein Steg wie im Restaurant ist hier. Ganz ruhig jetzt, Leute, okay. Okay, okay. Ihr meint, wir sollen auf jeden Fall hier viel absuchen, es gibt immer irgendwo was Verstecktes. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir immer ordentlich Loot haben und nicht irgendwie hier ohne Munition dastehen und sowas. Hier etwa? Alles gut. Mach auf. Komm raus aus deinem Versteck. Ach, wir haben wieder keinen Schlüssel hier. Was haben wir hier? Mach auf. Ah, Pistolmunition. Pistolmunition immer gut, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, ihr Schweine, Alter. Immer mit dieser scheiß Horror. Okay, geht's auf jeden Fall weiter. So, aber wir können ja mal gucken. Vielleicht ist hier draußen noch irgendwas. Da gibt es ja auch noch Wege. Was ist das denn? Das sind immer alles so Dinger. Ich glaube, das können wir erst alles öffnen, wenn wir gewisse Level hier abgeschlossen haben. Die war ja auch noch eine Leiter. Guck, hier ist auch noch mal was zum Looten. Und das ist auch so ein Weg für einen Schlangenschlüssel. Wie soll ich mir das denn alles merken, Alter? Hier gibt es ja so viele Sachen. Hier wird bestimmt auch Loot liegen, kann ich mir vorstellen, ja. Guck mal hier, diese Perseten. Den können wir auf jeden Fall was kaufen. Wir haben jetzt 10.000, falls ihr das oben rechts nicht sehen könnt. Und wir können jetzt mal das grüne Kraut hier nehmen und benutzen, damit unser Leben wieder voll ist. Auch ganz wichtig an der Stelle. Boah, dieser Jumpscare am Anfang, der hat mich hops genommen. Seitdem bin ich jetzt wieder hellwach. Eigentlich ist es gut, dass wir mal abends aufnehmen. Dann bin ich so halb im Halbschlaf und dann werde ich wieder hellwach in dem Spiel. Kann er sich hinlegen? Kann man das auch so entschärfen? Ach so, lol, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, man muss die immer zum Explodieren bringen. Expelliarmus. So, Pistolmunition. Was haben wir hier für ein Tagebuch? Drehen. Wer ist das? Hallo? Junge! Wer ist denn das? Kann man da irgendwas vielleicht machen? Ist da was in dem Bild drin? Manchmal sind bei Resident Evil immer in den Bildern irgendwas versteckt. Hört ihr das? Was ist das? Irgendeiner klopft hier die ganze Zeit. Was ist denn hier wieder los, Mann? Oh, mein Headset ist viel zu laut. Ich muss das ein bisschen leiser stellen, Mann. Digga. Leute, Leute. Sorry, ich kann bei dem... Oh
mein Gott, was? Nein. Gib dem Roundhouse-Kick. Nein, nicht da reingehen. Hallo, beruhig dich. Wolltest mal looten hier. Lass mich doch mal looten. Noch nicht reingehen. Bitte, bitte, bitte. Was für ein Idiot. Habt ihr gesehen? Wie er die ganze Zeit da drauf geklopft hat. Ja, weil die Zombies, die können ja nicht denken, dass man da was zur Seite schieben muss. Eine Falltür. Ja, super. Cool. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt beginnt der Horror. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Oh mein Gott. Es bewegt sich. Wer ist das denn, Keanu Reeves? Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut, dann mach mich wenigstens los, hm? Wer ist das? Oh, der, nicht der Typ! Oh, oh nein. Wer sind sie? Stehen bleiben! Alter! Wer ist das denn? Das ist der neue Mr. X? Bruder, wer ist das denn? Oh mein Gott, was hat der uns da reingepflanzt? Kapitel beendet, oh. Ach krass, okay, das ist jetzt in Kapitel aufgeteilt. Kapitelergebnis. Jetzt kann man ja auch ein paar Sachen sehen. Spielmodus Standard, Kapitelspielzeit 42 Minuten, getötete Gegner, Tode 0. Bist du keinmal gestorben? 77%. Mailschaden erlitten 22. Okay. Möchtest du den Fortschritt speichern? Ja. Kapitel 1, so. Kapitel 1 geschafft, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat, aber wir machen weiter und gehen in Kapitel 2. Let's go, Leute. Oh, geht aber schon mal gut los hier. Also sehr interessant. Opferlampe. Du bist in heilen Leib. Gott, nein, jetzt sind wir verflucht oder so. Jetzt sehen wir Dinge, die wir nicht sehen sollten. Nein, bitte nicht sowas. Was zum Teufel? Ey, war der Teil damals auch so, als der rauskam? Sachte. Also, Mann. Wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das. Du tust mir weh. Und ich hab genug Angst. Oha. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja. Mann, deinetwegen gehe ich noch. Oha. Oh oh. Oha. Wie schlau. Eieieiei. Wir müssen jetzt irgendwie die Kette durchtrennen. Das müsste die ganze Zeit so da rumlaufen zu zweit. Ah, der hat einen Schlüssel. Okay, perfekt. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Anstatt dass der wartet und wir zusammen losziehen, weil zusammen ist man noch immer stärker als alleine, Mann. Shit, meine Ausrüstung. Ja, cool. Ey, geile Ausrüstung. Warte mal, kann ich was kaufen? Nee, warte mal. Objekte herstellen? Nö, können gar nichts machen. Jetzt sind wir komplett. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Kommt die mal. Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen?
Warum kann man... Mach ich. Wird wahrscheinlich immer Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Warum kann man die nicht reden? Ja, warte mal, guck erstmal hier rein. Ist da jemand? Kapitel 2. Aber wie viel Leben haben wir? Unser Leben ist okay. Lass uns hier rauskämpfen aus der Festung hier. Zur Kirche gehen. Oh, da liegt jemand. Er bewegt sich noch, oder bin ich blöd? Der hat ein Messer, aber das ist gut. Das ist gut. Messerangriff mit R2 führen sie. Ja, ja, mit L1. Um schnell zuzustechen, okay. Stuf, stuf. Also mit irgendwelche Geräusche, Leute. Aber ich muss sagen, Resident Evil wäre viel krasser, wenn es Ego-Perspektive wäre, so wie Teil 8 und Teil 7. Ich finde, Ego-Perspektive gibt dir wirklich nochmal diesen Ego-Look, ne? So wie es auch schon heißt. Ja, das weiß ich doch, hallo. Ich bin entgegengekommen. Stuff, bam, haben wir. Wichtig. Küchenmesser, wir haben neues bekommen. Ich komme gerade voll bei Prison Break, ne? Na bitte, da ist ja mein Zeug. Ja, wie kommen wir da rein? Guck mal, die Ratte da. Die hat besseres Leben als wir gerade, ehrlich. Oh oh. Angriffe parieren, haben sie ein Messer, können sie... Okay. Ja, Bruder. Oha, Bruder. Oha, wieso sterben die so schnell? Hä? Wie schnell? Bruder, auf einmal sein Messer ist Schwert geworden, Alter. Habt ihr gesehen, was das für Funken gemacht hat? Geisteskrank. Guck. Was ist denn hier drin? Da ist die Zelle, wo wir rein müssen. Es macht so Bock, Resident Evil, Alter. Ey, Bruder, ich tritt immer in diese Bärenfalle, Alter. Hashtag Bärenfalle in die Kommentare. Das kann doch nicht wahr sein. Die Ratten gehen mir auch auf den Sack hier. Drückt euch mal jetzt die Ratten hier. Gehen die mir auf den Sack. So. Auf jeden Fall jetzt erstmal unsere Waffe wieder. Ey, guck mal, schon wieder. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Verliere ich schon wirklich dadurch Leben oder nicht? Irgendwie wieder. Safe verliere ich dadurch auch Leben, oder? Ne, ist versperrt. Wir müssen dann links durch die Tür rein. Also diese Geräusche. Oh oh. Mit seiner Mistgabel. Ganz ruhig. Guck mal, die Ratte, Alter. Junge, wie fett die ist. Ja, der hat mich gar... Oh mein Gott, Alter. Der war brutal. Zum Glück haben wir den noch abgestochen, bevor der uns überhaupt gesehen hat, ne? Das war sehr knapp. Wo ist meine Ausrüstung, ihr Schweine, hä? Gib mir meine Ausrüstung wieder. Okay, warte mal, wir müssen erstmal da gucken. Das ist schon ein geiles Feeling hier, ne? Man ist so wirklich... Okay, jetzt geht das Tor da drüben auf. Jetzt haben wir eine gewisse Zeit... quasi da reinzulaufen. Okay, ich verstehe. Das ist jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. 1, 2 und 3. Komm, schneller. Seht ihr so? Let's go, Alter. Und alles wieder da, komplett? Oha! Sorry, aber das gehört mir. Alles komplett am Start, let's go. Oh shit. So. Now I'm ready to destroy. Noch hier wieder rein. Hier muss es ja auch weitergehen, oder? Wer ist das denn? Hier drüben. Fremder. Was ist denn das für ein Feuer? Was ist denn das? Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ach, das ist der Händler. Das ist ein Händler. Händler-Tipp, werde reich schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert, okay? Auf diesen Karten sind die Verstecke der kostbarsten Schätze des Kults verzeichnet. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Okay, das heißt, wir können so Schatzkarten und sowas holen. Gewehrmunition, okay. Warte, mal gucken, was ist das hier alles? Lästige Fabrik einmal. Kümmern sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich haben. Ah, okay, alle Ratten beseitigen, okay.
Ja, das sind jetzt auch so Aufgaben, aber soll man die machen oder nicht? Das sind ja so voll die Nebenaufgaben. Weiß ich nicht, ob man die machen soll. Ich will mich eher auf die Hauptstory konzentrieren, weil ich habe nachgeschaut, die Hauptstory geht schon allein 16 bis 18 Stunden. 16 bis 18 Stunden ist schon sehr viel. Und wenn, da können sie Perseten, Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Perseten verkaufen. Sie können außerdem ihre Waffen und Ausrüstung verbessern, Aufträge des Händlers. Okay. Können Sie Ihre Belohnung im Händler abholen? Okay, ich verstehe. 11.500 haben wir. Bolzenwerfer? Ne, ich will wenn dann so eine, Alter. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Koffererweiterung. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Repariere ein kaputtes Messer. Angriffskraft, Magazingröße. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Was können wir denn verkaufen, würde ich mal eher gern wissen. Schlüssel der Jagdhütte. Den brauchen wir ja eh nicht mehr. Stall, Weinkanne, Rubin. Können wir das alles verkaufen? Aber irgendwas konnte man noch verzehren, dass das noch wertvoller wird, ne? Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Hundertprozentig, wie das war. Kampfmesser, Küchenmesser, Blendgranate, Pistolmunition. Okay, Objekt verkaufen. So, wir haben jetzt 17.500. Ich will auf jeden Fall jetzt mal die scheiß Schrotflinte kaufen, weil ich habe die ja, glaube ich, verpasst in der letzten Folge. Schrotflinte ist geiler als beim Kauf des Zielfernrohrs gratis dazu, nur für kurze Zeit. Naja, ich bin mehr der Pumpgun-Typ. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Warte, dass sie sich zusammenrotten. Dann schick sie damit einmal quer durch die Luft. Lach alleine, du Hund. Unser Messer will ich auch mal reparieren, das ist auch wichtig. Gute Arbeit, ich will mein vernünftiges Messer haben. Mal so sagen darf. Komm jederzeit wieder. Okay, so, jetzt können wir die Schrotflinte ausrüsten. Ich pack die mal nach links hin. Ausrüsten. Ne, nach unten ist die schon. Okay, sehe ich gerade erst. Sollen wir runterdrücken, dann kommen wir zur Schrotflinte. Perfekt. Jetzt war die Sache, aber ich wollte gucken, man kann, glaube ich, irgendwas hier mit diesen Rubinen und sowas machen. Da stand doch, letzte Folge war doch irgendwas hier mit Kombinieren oder sowas, ne? Edelsteine einsetzen, ja. Genau, guck das hier. Zack. Jetzt können wir hier nochmal. Zack. Und mehr geht aber auch, glaube ich, nicht, ne? Der müsste jetzt mehr wert sein. So. Guck mal, jetzt ist es schon 12.000 wert. Jetzt können wir das wieder hier verkaufen. Zack. Für 12.000. Und ich weiß nicht, ob wir mehr Plus gemacht haben oder nicht. Was hat das denn vorher gekostet? Besten Dank. Egal, jetzt haben wir 12.000 hier nochmal. Das ist gut. Koffererweiterung, dass wir mehr Plätze haben, ist eigentlich auch ganz gut. Komm, schau jetzt einfach mal. Scheiß drauf. Ich kaufe jetzt einfach mal, Leute. Wir müssen auch mal ein bisschen jetzt kaufen, wenn wir das Geld haben. Dann können wir auch mal ein bisschen hier, jetzt haben wir noch mehr Platz. Jetzt können wir hier auch herstellen. Kräutermischung. Zack, haben wir so. Wir haben drei Messer am Start. So viele brauchen wir gar nicht. Wir haben unser Main-Messer am Start, ja. Die anderen drei Messer brauchen wir eigentlich gar nicht. Egal. Passt schon, ist okay. So. Hier kommen wir nicht durch. Es gibt hier so viele Sachen, wo man noch hin kann, wo man aber einfach so einen Schlüssel und sowas braucht. Ich nehme aber erstmal die. Alter! Boah, die Schrotflinte ist geil. Habt ihr gesehen? Junge, die hat mich gerade voll erschrocken, Alter. Deswegen einfach direkt die Schrotflinte in die Fresse. Da fühle ich mich auch schon viel sicherer. Aber wir hätten quasi eine Schrotflinte umsonst bekommen können, meintet ihr? Was ist denn da für ein Sturm hier? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Outlast. Ich weiß nicht, was. Irgendwie erinnert mich das so ein. Oh. Langsam habe ich genug. So. Okay. Geht mich auf. Ja, sollen die kommen, Digga. So. Alter. Oha, wo kommen die denn alle her? Digga! Oh mein Gott, was ist denn hier gerade neben mir explodiert? Nein! Boah, nimm mal schnell Leben hier, Alter. Wir hätten jetzt nicht die Schrotflinte geholt, wir wären am Arsch. Ich mein's ernst. Oha! Was ist denn hier los? Ey! Was ist denn das hier? Ich bin am Arsch. Warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Nach, du Idiot. Weg, weg, weg.
Wir müssen ein bisschen Reise nach Jerusalem spielen. So, let's go, Alter. Ey, tritt. Messer! Messer, R2! Oh, oh. Gib dem Roundhouse-Kick. Saruten! Oh mein Gott! Kommt der denn her? Alter! Junge, GG's in den Chat. Was war das für eine Stelle? Junge, diese ganzen scheiß Bomben, die haben mich hops genommen, aber komplett. Junge, war das krank, Alter. Richtig geile Stelle, aber... Echt Bock gemacht gerade. Boah, das war aber auch so knapp, seid mal ehrlich. Ich wäre fast draufgegangen. Jetzt müssen wir ordentlich looten. Guck mal, es gibt hier auch so Schießdinger. Ich hab das gehört, da wird wieder nach uns, da wird was geworfen wieder auf mich. Ich höre nur... Und wo? Wo kam das? Hab ich? Jawohl, das meine ich. Auf diese Dinger müssen wir schießen, so wie gerade. Langsam habe ich genug. Oh. Oh, schieß doch. Oder schieß, 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 schieß. Oh mein Gott, von hinten auch noch. Das war's. Oh mein Gott. Hab ich, hab ich? Nein. Nein. Oh mein Gott, wie schlecht. Halt's Maul. Ich muss Leben nehmen. Sofort. Hey Leute, es reicht doch jetzt mal langsam. Ich mach einfach jetzt hier. Dreh mal irgendwas auf hier. Mach. Ey. Was für eine Stelle hier, Mann. Was? Ey, Leute, die Stelle. Das ist zu schwer, Mann. Ehrlich, was ist das für eine scheiß Stelle hier? Von allen Ecken kommen diese scheiß Gegner. Noch wer? Junge! Was? Ey! Guck mal die, Alter, was macht die da? Guck mal, die da chillt hier mit den Händen. Halleluja! Ey, jetzt reicht's aber wirklich, ne? Ich mein's gerade komplett ernst. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt, bitte. Es ist genug. So, können wir irgendwas noch herstellen, was ich nicht sehe? Bist du. Wir können. Oh mein Gott, wir können Flintmunition herstellen. Wie geil, Alter. Das wusste ich gar nicht. Warte mal. Können wir mal nochmal Pistolmunition? Perfekt. Super. Flintmunition. 8 Stück. Ja, wir müssen. Aber das ist schon wieder einer, ne? Ja, scheiß Mistgabel, Alter. Ja, der ist alleine. Scheiß drauf. Wenn die alleine sind, reicht Pistole. Und mehrere kommen nochmal die Pumpgun raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, man muss hier weg, weil es wird immer, es kommen gefühlt immer neue Gegner gespawnt. Ey. Schon wieder, hört ihr da hinter mir? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich stehe auf alles, ich habe einen Bug. Ich habe einen Bug! Ey, es sieht aus, als müssen wir. Ey, ich bin mir in Bärenfalle getreten. Ey. Also keine Ahnung, wie man diese Stelle hier schaffen soll. Es ist aber... Es ist definitiv zu viel. Alter. Nein. Ich will nicht sterben. Habe ich noch Leben? Ja, ich habe noch Leben. Ey. Puh, können wir nichts herstellen, ne?
Freunde, es reicht doch mal jetzt. Meinst ernst? Was schluckt der Spaß denn? Ey, Leute. Warum schwebt auf einmal hier alles in der Luft? Oh. Kletter schnell hoch, Mutter, bitte, bitte. Schreck, Snack, Snack, Wappen habe ich bekommen. Es ist Zeit, dass ich abhaue, Leute. Ich meine es ernst. Es kann ja nicht sein. Die Gegner kommen immer wieder neu gespawnt hier. Ich hau jetzt hier ab, ist mir scheißegal. Oh oh. Wichtig. Ey, jetzt kommen ja auch noch die Treppen hier hoch, Mann. Opa Jenkins, bleib mal unten, Alter. Oh. Ey, das kann doch nicht. Boah, Alter, was für eine Präzision. Ey, Leute, ich muss hier weg. Ich mein's ernst. Alter, die kommen jetzt von allen Seiten hier hoch, Mann. Ich bin umzingelt. Geh runter, du Idiot. Und weiter, renn. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch der richtige Weg jetzt, oder? Ey. Er speichert. Ah, wir sind jetzt wieder hier. Okay, ich verstehe. Zieh dich um, dir fällt. Wir sind jetzt wieder hier, Freunde, weil, hier ist Dingens. Ihr wisst schon. Mit Sicherheit was ins Auge. Willkommen. Oh. Na dann. Ich brauche mal unbedingt Munition, Leute. Munition brauchen wir. Safe. Nicht verkaufen. Kaufen. Was kann man denn? Wo kann man denn holen hier? Warte mal, Zielfernrohr. Nein. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Wo kann ich denn Munition kaufen? Tunen? Nee, ich will ja nichts tunen, Mann. Ich will ja keine Waffe hier tunen, Mann. Ich will einfach nur. Warte, ich muss mal kurz gucken. So, kaufen. Alles. Ich glaube, man kann gar keine Munition kaufen, sondern man kann die nur verkaufen. Deine Kohle oder dein Leben. Ja, scheiß drauf. Passt schon, ist okay. Wir kriegen das schon hin, Leute. So, aber gut, dass wir dieses Ding hier mitgenommen haben. Hätte ich das nicht mitgenommen, Leute? Was ist das denn? Sag mal, ist das der falsche? So, er ist dort einfach gemacht. Okay. Boah. Es macht aber unnormal Bock, Leute. Man, es ist so gleichzeitig Horror, Action, Survival, alles in einem, ne? Seid mal ehrlich. Es ist schon sehr, sehr geil. Ja, ich konnte da jetzt nicht alles looten, Freunde. Weil, Junge, da war einfach zu viel los. War einfach zu viel los dort. So, können wir noch irgendwas kombinieren? Mit dem Schießpulver herstellen. Können Pistolenmunition herstellen. Ja, komm, machen wir. So. Erstmal nochmal alles nachladen. Boah, ist der am Kacken oder was macht er da? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Oh oh. Ey. Alter, wie schnell ist der denn, Mann? So. Ey, aber hier sind mir zu viele Gegner, ne? Das ist ja. Das ist die dumme. Ey, nein, ich bin selber dumm. Ey, Mann. So. Oh Mann. Hat der es überlebt? Wehe. Oh mein Gott, nein. Alter. Ey. Also Leute, hier geht echt die Post ab. Was ist das denn? Rohstoffe? Da können wir bestimmt auch verkaufen. Können wir auch mal gerne ein paar Tipps reinschreiben, wie wir das mit dem Verkaufen und sowas machen sollen. Und da haben wir wieder ein Saphir. Perfekt. Saphir. Jetzt sollten wir nochmal zu dem Typen zurückgehen, Alter, und was kaufen. Aber ich weiß nicht, was.
Da sollten wir irgendwas upgraden. Weiß nicht. Weißt du, gucken, dass ich die Folgen immer so knapp 45 Minuten oder so halte. Oder 40 Minuten. Ich gucke einfach mal, Leute. Da war es, Ray. Sehr geile Folge bisher, ne? Oh mein Gott, Digga, verpiss dich. Was ist hier, wenn ich abknall? Oh, oh, sorry. Ich hab vor, es greifen mich alle an. Du hast meine Mutter getötet. Ein bisschen ruhigere Stelle hier hoffentlich. Ey. Ich hab irgendwas gehört. War das im Spiel oder in meiner Wohnung? Ich krieg die ganze Zeit Paranoia, Leute. Ich höre die ganze Zeit irgendwas hier. Der Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstöre die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Umgebung. Was? Kein Deutsch mehr, Alter. Das Spiel raubt mir den Verstand, wortwörtlich. Ey, guck mal. Schreibt mal, wer schafft es mir jetzt in die Kommentare zu schreiben, in wie viele Bärenfallen ich heute insgesamt in dieser Folge getreten bin. Schreibt es mir mal rein. Ich will es gerne wissen, ob einer von euch so einen Timer gemacht hat. Ey, das ist doch nicht normal, ne? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Halt's Maul. Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Ey, das ist nicht für YouTube bereit. Das ist nicht YouTube bereit, was da gerade der mit mir gemacht hat. Oh mein Gott. Ey, wisst ihr, was der da gerade mit mir gemacht hat, Leute? Oh mein Gott. Du Scheiße. Aber wo kam der auf einmal her? Sag mir nicht, wir müssen jetzt gegen den kämpfen, Alter. Hör auf, bitte nicht. Ey, weil der, wenn der mich einmal trifft, ich bin tot, ne? Mein Spieler ist komplett tot. Weiß nicht, wo soll ich denn dann gleich hinrennen, wenn der kommt? Das ist zu schwer, die Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, Leute. Ja, ganz ruhig. Erstmal um die kleinen Viecher kümmern. Ey. Oh, der kommt, der kommt. Es nimmt kein Ende. Der kommt. Renn weg, du Bastard! Der kommt runter. Ja, bitte, bitte, Bruder. Bitte. Wenn er jetzt hier hinkommt, ne? Wenn er jetzt sich duckt, dann war's das. Ey, was soll ich denn machen gegen den Mann? Ey, er ist der neue Mr. X. Was soll ich denn machen gegen den? Geh hin, geh hin! Ey! Renn, renn, einfach renn! Vielleicht kann man den gar nicht töten. Ich renn einfach, ist mir scheißegal. Renn! Wo ist der? Kommt der? Oh, der kommt bitte! Wohin? Vollidiot. Wenn er das überlebt hat, bin ich am Arsch. Hat er das überlebt? Er hat das jetzt überlebt! Weg, 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 weg! Was er jetzt macht. Warte mal.
Okay. So, ich bin wieder hier. Diesen Schwanz kannst du aber irgendwie nicht töten, ne? So, warte mal. Wird sich mir dafür nicht in eine Falle laufen? Und hier gibt's ja. Aha. Bitte, bitte. Ja. Wichtig. Oh mein Gott! Digga! Was der am. Was ist das für ein Resident Evil 7 Haus hier? Nicht schlecht. Was steht da? Endlich Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Okay. Alte Fotos. Alte Fotos? Ich bin gerade noch voll unter Schock, Leute. Freunde. Ich würde sagen, wir beenden genau an dieser Stelle in diesem Haus hier. Was eine kranke Folge, Alter. So viel Action, so viel Ballereien, der Kettensägen-Typ. Wirklich alles war hier am Start gewesen. Wir haben wieder ein schönes, dickes Hühnerei bekommen. Und ja, Freunde, genau hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns übermorgen bei der nächsten Folge wieder. Morgen kommt WWE. Ernesto Valverde ist raus. Haut rein, macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ciao.